Wir sind wieder zurück auf der Straße mit den coolen Pilzgefährten. Licht. Ja, das ist Licht, Pilzgefährte. Licht ist überbewertet. Wir sind Kreaturen der Dunkelheit. Nicht zum Skorbut, kranken Seemann, sollen wir da noch reinkommen. Ich hätte nicht übel Lust, diesen Zauberer Kiel zu holen. Wisch, welchen Zauberer? Was gibt's hier drin? Einen anderen Weg. Alles klar, Jungs. Tötet Piraten. Nein, wir lösen das friedlich, oder? Den macht echt gut Schaden. Das Anzählen ist ein bisschen übertrieben. Unvorstellbar komplexes Rätsel, das in Lösung hunderte von Gelehrten für 1000 Jahre beschäftigen würde. Ich hab's. Ach, verdammt, blöder Roboter. Dann halt die Fresse und lass die anderen nachdenken. Na schön. Nein? Na los, die Lösung muss in der Nähe sein. So funktionieren diese Rätsel immer. Ich weiß. Dachtest du, ich weiß das nicht? Puzzle-Part-Spot. Anscheinend habe ich die falsche Reihenfolge erklärt. Wenn es doch nur ein Bild in der Nähe gäbe, das die Lösung offenbart. Oh. Halt die Fresse. Wir schaffen das. Ich drücke einfach zufällige Sachen. Nein. Also, wir müssen nur diese Symbole anpassen, okay? Das wollte ich gerade soeben auch sagen. Hey, ich versuche nur zu helfen. Jetzt müssen wir nur noch dieses Zertifikat der Nichtboshaftigkeit finden. Aber ich traue ihm immer noch nicht. So stimmistisch. Ja, oder? Ich habe ihm keine superböse Stimme gegeben. Das warst du. Vielleicht wollte ich ja nur herausfinden, wie viele Vorurteile meine Spieler haben, hä? Schon mal daran gedacht? Ich gebe zu, daran habe ich nicht gedacht. Ja, hast du nicht. Na schön, ich bin ein Stimmist. Seid ihr jetzt zufrieden? Hey, Einsicht ist der erste Schritt. Komm schon. Ah. Die Stimme war doch gar nicht so böse. Da habe ich schon viel bösere Stimmen gehört als Pilzgefährtes Stimme damals, als er noch Mensch war. Die war echt krank böse. Wahrscheinlich wurde er deswegen auch verwandelt in dieses Monster. Wegen der bösen Stimme. Und jetzt kann er nicht mehr reden. Ah, solange er noch tanzen kann. Ein cooler Typ, aber verdammt abgeäfft. Nein, das ist kein Geheimnis. Wieder Ammo. Oh, Fischregen. Haben wir hier sonst noch außer kleinen Loot? Das Anziel ist ein bisschen zu Call of Duty. Die Zauber erledigen schon. Oh, Pissgefährte, verdammt! Oh, bin ich bereit dafür. Ja, immer schön alle Truhen zerschlagen. Dann kommt die goldene Loot hinaus. Dann ist geiles Verlies hier. Was gibt's hier? Nichts. Absolut nichts. Nun, das ist echt enttäuschend. Was? Hast du ein super gruseliges Versteck für Bösewichte erwartet? Oh, nein. Das kommt noch. Das kommt noch. Vielleicht. Egal. Finden wir dieses Zertifikat. Ich sehe doch. Siehst du? Das sah super böse aus. Hältst du immer noch daran fest? Das war's doch nicht, oder? So ein Mist. Es ist echt. Und das ist der rechte Hufabdruck von Königin Arschgaul. Den erkenne ich überall. Siehst du, er ist nicht böse. Wir haben, was wir brauchen.
Jetzt müssen wir uns nur noch einen Weg in Strolchsheim hineinschauspielern. Was war das dann? Das falsche Zertifikat? Mehr Glück für dich, Mamacita. Ah, danke, danke. Wie viele Würfel haben wir? Ich habe nicht hingeschaut. Verdammt. Das ist doch romantisch, oder? So eine Deko will ich auch für mein Zuhause. Dann bist du schon halb tot. Jetzt bist du ganz tot. Der Loot. Für mich, Mamacita. Ah, da hätte ich noch 5 Minuten weiterspielen können. Ist das schon der Rückweg? Alle Kraften müssen sterben, bevor Filzgefährte entfahren lässt. Hat es schon wieder getan. Sind wir hier gerade? Ah ja. Ich weiß nicht, warum der andere Typ zum anderen Tor gerannt ist. Aber ich schätze, da wird noch eine Hauptmission hier kommen. Oder ich kann durch das Tor hinein. Jo. Open up, man. Beim heiligen Klabautermann, da bist du ja wieder. Oho, diese anderen Taugenichtse haben euch also nicht umgebracht. Ich hätte ein Boot darauf verwettet. Sie haben es versucht, aber ich war schneller. Schön, schön. Piraten zu töten ist ganz schön piratenhaft. Dann kann ich dich ja reinlassen. Aber ich rate dir, diesen Schielauge-Phil nicht zu verteidigen. Der Freak ist noch fieser als Malevotron der Ungnädige. Oder ich will nicht mehr Sir Finbreaker heißen. Aber so heiße ich. Ich werde dir das Tor öffnen. Open up, man. Aber du solltest wissen, dass du nicht so einfach zum Gefängnis kommst. Das Tor ist fest verriegelt wegen dieser gruseligen Totems, die Schielauge Phil überall in der Stadt aufgestellt hat. Die echt ansehnliche Wache da oben lässt niemanden durch, bevor sich jemand darum gekümmert hat. Phil platziert also gruselige Totems in der Stadt? Das könnte schlecht für unseren Fall sein. Dann lass uns die Beweise zerstören. Ganz einfach. Da sind wir einmal der gleichen Meinung. Zerstören wir Beweise. Die Seebären erzählen von einem legendären Raubtier mit dem Namen Puki. Das Vieh soll einer alten Beißzange namens Tante Anka gehören. Sein Zorn ist einzigartig. Die Kraft seines Kiefers ohnegleichen. Viele haben versucht, es zur Trophäe zu machen. Doch Puki machte Hackfleisch aus ihnen allen. Ich bete, dass ich dem Monster nie begegnen werde. Ja. Ich bin schon mit ihm spazieren gegangen. Da ist so ein toter Geistergeist, der Hilfe braucht, um sich an seinem Riesenarsch von Boss zu rächen, der zufälligerweise total böse ist. Ich meine, alle mögen Rache und hassen das Böse, richtig? Außer den Bösen, schätze ich, aber den stört's. So. So viele coole Thumbnails hier. So viele coole Farben der ist. So. Oh, yeah. The best. Parkourmeister. Round. Ja, das bin ich. Würfelabstauber mit Stolz. Und keiner Gnade in meinen Knochen. Werfer. Rakettensauber. Nimm ihn mit. Das nehmen. Ah. Alles Säbel polieren. Das ist eine Mission wieder. Wo war die tote Mission? In der Führung. Wow. Wo kam das Ding denn her? Ich hab da eine Theorie. Magst du sie den anderen auch verraten, Fred? Nein. Sehr hilfreich, danke. Flieh, kleiner Fisch, flieh. Ah, cool. Okay, sehr schön. Das werden wir brauchen bei Bosskämpfen. Und
hoffen wir mal, dass wir viel Munition bekommen. Wir frobst aber. Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. Das kann er nicht, nein. Neue Shotgun? Wo ist meine? Ich habe sie gerade ausgetauscht. Probieren wir sie einfach. Was ist das? Was ist das? Oh. Ui, Automaten. Die nächste Pause dann. Für die nächste Pause. Ey, jo, was geht ab? Ahoi, Herzchen! Komm her! Oh. Ich muss zugeben, ich brauch deine Hilfe. Freund. Nein. Ah, ist ein Gegner. Das war unnötig. Ah, ich weiß nicht. Meine Stunde ist gerade voll angegangen. Ist komplett weg. Ich glaube, ich sollte dich mal reden. Fürs Geführt hat schon wieder den Faden lassen. Gute Arbeit, Jungs, gute Arbeit, aber zuerst muss ich mal diese Waffe wieder austauschen mit meiner anderen Shotgun. Wo auch immer sie ist hier. Sie ist zwar ein bisschen unterlevelt, aber sie macht ihr Ding sehr gut. Ich bin hier irgendwie im Einmachtdach gelandet. Hey, danke. Ich bin der gemeine Alex. Ich bin weitaus toter, als ich es vor ein paar Tagen noch war. Aber ich weiß nicht warum. Ich brauche deine Hilfe. Gemeiner Alex. Bisschen komischer Name. Zu Lebzeiten war das mein Piratenname. Jetzt, wo ich tot bin, ist er das immer noch. Aber ich erinnere mich an nichts als an diesen Haken in meinem Kopf. Und vielleicht irgendwas mit dem Apotheker. Vielleicht finden wir da Antworten. Nichts wie hin. Ich komme mit, aber ich will niemanden erschrecken, also mache ich mich unsichtbar. Moment. Kann ich mich überhaupt unsichtbar machen? Immerhin bin ich ein Geist. Mal gucken. Hey, es hat geklappt! Da dreht sich dieser Ding in der Dose um! Was haben wir denn hier? Keine Sorge, ich bin noch hier, aber... Ding Dong, die Tür ist zu. Sieht aus, als bräuchten wir die richtige Sequenz zum Öffnen. Also, genau gesagt, du. Was? Immerhin hast du noch körperliche Hände und so. Diese Kanonen scheinen mit dem Tormechanismus verbunden zu sein. Nein, weißt du, Piraten sind furchtbar vergesslich. Normalerweise sollte hier irgendwo eine Lösung hängen. Schon wieder ein Puzzle. Man meint, hier soll irgendwo eine Lösung hängen. Nichts mit dem Auge zu tun. Ich weiß gar nicht, ob ich das schlagen muss oder nicht. Normal haue ich einfach drauf, bis es passt. Verdammt. Verdammt! Gib mir einen Tipp. Ah, wo ist dich? Was war ich denn? Temporal trifft dich mit dem... Denke den Mord am gemeinen Alex auf.
Oh je. Oh je. Ich sehe da nicht mal irgendwas, was mich darauf hinweisen würde. Okay. Der brennt. Nein. Hier, eins. Zwei. Drei. Mist. Oh, ich kann meine ganze Pistolenmoni verkaufen. Verkaufen, verbrauchen. Geht doch. Na, geht doch. Hey, du hast es geschafft! Auf zum Apotheker! Ja, ja. Pass bloß auf die Biester drauf! Mich können sie nicht fressen, weil ich ein Geist bin, aber dich können sie übel zurichten. Viel Glück dabei! Ich kann sie auch nicht übel zurichten, glaub mir. Tut nämlich zu gut und das Spiel zu leicht. Bist du. Wenn du eine Ratte wärst, wärst du so tot. Oh ey, die Shotgun macht schon weniger Schaden. Sie ist schon unterlevelt. Du bist Hydras und Kürze. Ah, schau, schau. Nahkampfschaden. Machen wir noch, dann ist die Episode vorbei. Meine Stimme ganz versagt. Hey, heb das auf! Das hat irgendwie ein Gefühl von Nostalgie an sich. Was ist es? Oh Mann, das ist mein verzauberter Nasenring. Aber was hat der hier zu suchen? Ich denke, sie haben dich an die Seewaage verfüttert, Kumpel. Mann! Hoffentlich war ich tot, bevor ich gefressen wurde. Aber mir ist gerade noch was eingefallen. Der verzauberte Nasenring hat mich vor dem Dämpfen der Tränke geschützt. Finden wir den Hintereingang zur Apotheke, dann erfahren wir vielleicht mehr über meinen Tod. Dann weiter, gemeiner Alex. Ich kenne jeden, der hier sein darf. Aufschied mit Gebrüll! Ja, hierdurch befindet sich etwas von mir. Das fühle ich. Schalte die Typen aus, damit wir es finden können. Blei in deine Brust, Gold in meine Truhe! Eis und Kugeln in deine Brust. Ich hab Tötungslust. Mein Blut ist hoch. Und du, Dirty, ist eine sehr laute Stimme. Brauche mehr Feuer, mach eine Wohnstour, haben sie gesagt. Sieh dir die Welt. Oh, da ist ja noch wer. Einem alten Seebär. Du siehst, ein Abflussrohr. Hey, das ist ein Abflussrohr. Das könnte uns reinbringen. Es ist aber blockiert. Vielleicht können wir das Gitter wegschmelzen? Das habe ich wohl in einem Vorleben gemacht. Und damit meine ich das Leben, das ich gerade verloren habe. Bevor ich zum Geist wurde. Oh. Such einen schmelzenden Kran. Warum ich den Boss verraten habe. Du hast gegen den Kapitän rebelliert und er hat dich umgebracht. Ich kann es immer noch nicht genau sagen, aber irgendwas Übles ging davor und jetzt schwebe ich durch Wände. Dämlicher Kapitän Pirat. Du meinst... Ah, ein Säurestrudeltrank. Verdammt, da haben wir Glück. Schmelzen wir das Gitter damit. Ja, hier ist er. Ich meine im Ernst, wie standen die Chancen, dass das, was wir suchen, genau hier ist? Ziemlich gut wahrscheinlich. Ziemlich gut. Nein. Okay, ich sehe nichts hier. Komm rein hier. Let's go.
way. Okay, wir sind drin. Ich glaube, das Lagerhaus ist gleich da vorne. Der Bar ist für diesen einen Typen eingesetzt. Oh, wir testen's. Ein Bebending. Ist ja auch nicht so schlecht. Oder der Würfel, ja. Yeah. Der Glücksfaktor steigt. Das Level Up. Na, es liegt sonst im Bildschirm das Level Up, also machen wir es gleich. Kann ich da schon was reinsetzen? Ja. Ist nicht mal angeschaut. Da wird es doch irgendwo einen Weg raufgeben, oder? Naja. Ich sehe ihn. Ich sehe den Weg. Ah ja, den Bodendings habe ich mir gegönnt. Ich hoffe, der ruiniert meine Thumbnails nicht. Nein, passt. Ah, das Ding kann ich zerschlagen. Schick mich zur Hölle! Ein Trolling! Das ist ein Trolling! Ich muss noch mehr Hinweise geben, was hier vor sich gegangen ist. Sehen wir uns um. Mal sehen, was wir finden. Okay, bösartiger Alex. Ein Rezeptbuch für Tränke und haufenweise Seewagteile. Das ist seltsam. Sieht aus, als hätte jemand jede Menge Seewagessenz hergestellt. Aber wofür? War das eine Frage an mich? Was soll ich das wissen? Ich bin doch hier zum Gegner klopfen. Kisten. Da steht Heiltränke drauf. Das klingt legitim, oder? Das klingt unechter als meine Haarfarbe. Ach, was passt mit meiner Haarfarbe nicht? Da ist wahrscheinlich noch was oben gewesen. Ja. Je mehr Würfel, desto besser die Beute. Ist bis jetzt noch nicht so gut gewesen. Will ich nur mal sagen, Tina. Beute könnte besser sein. Ja, verdammt. Hier steht, es gibt eine große Lieferung sogenannter Heiltränke nach Prachthof. Wurde ich deswegen getötet? Wollte ich das verhindern? Das sieht nicht so gut aus. Aber ich habe eine Theorie. Suchen wir weiter. Aufmachen bitte. Moment, ich höre was. Horch. Ich höre nichts. Ah, Gegnerz. Wie bin ich gestorben? Antworte! Der gemeine Alex! Ich wusste, dass er uns heimsuchen würde. Schnell, suchen wir die Tränke! Das ist unsere einzige Hoffnung! Ah! Okay, kein Heiltrank. Ganz klar ein Seewag-Verwandlungstrank. Verrückt, was? Aber ich bin echt dicht an was dran. Oh, das ist ja mein Hut! Schnapp ihn dir! Dann was? Ah. Moment. Durch meinen Hut muss mein Gedächtnis aufgefrischt worden sein, denn mir ist was eingefallen. Deswegen haben sie mich sicher getötet. Wegen des Tranks, der Menschen in Seewage verwandelt? Wegen des Tranks, der Leute in Seewage verwandelt! Alter. Wenn du was von meinen Sachen zurückholst, erinnere ich mich wieder an etwas. Materialismus macht seltsame Sachen mit unserem Identitätsgefühl. Aber egal, wir müssen zu dem Bottich, in dem sie den Trank brauen und ihnen das Handwerk legen. Sie wollten ihn in ganz Prachthof einsetzen, das konnte ich nicht zulassen. Es ist eine Sache, ob man einem Gemüsehändler Schutzgeld abknüpft,
aber eine ganze Stadt in Seewaage zu verwandeln, das ist doch mal was anderes. Oh, ich wollte kämpfen. Oh. Wisst ihr, was Pilzgefährte mit Abschaum macht? Abschaum. Würfel. Skandal. Oh. Nein, nicht von der Kante runterschupfen. Okay. Interessant, interessant. Das ist auch was Interessantes schon. Blitzgefährt hat schon wieder einen fahren lassen. Was der Typ da schießt. Ich hätte Produktmanager werden sollen. Wie meine Mutter. Ich kann mich einfach nicht erinnern, wie man den Bottich stilllegt. Sieh dich um. Vielleicht hilft mir irgendwas, mich zu erinnern. Loot. Das hilft dir, dich zu erinnern. Ach, verdammt. Oh, ja. Ich habe zu viel Weißkram mitgenommen. Kann ich gleich wieder loswerden. Ach, für gute Loot. Oh. Mann, das ist wirklich sehr viel. Ich bekam wohl einen Haken in den Kopf, als ich versuchte, den Bottich abzuschalten. Schade, dass du nicht dabei warst. Aber ich weiß jetzt wieder, wie es geht. Temperatur vom Bottich hoch. Ah ja, sag ich ja. Feuer, wie schön! Das wird das aktuelle Gebäude überhitzen. Jetzt müssen wir das Dampfabwehrventil schließen, um Druck aufzubauen. Das ist doch ein Todblitzgefährte. Zieh mir's durch, Captain! Blaues wird mitgenommen. Das sollte dem Bottich den Rest geben. Jetzt fehlt nur noch eine letzte Beigabe, um die aktuelle Charge zu ruinieren. Eine Zutat direkt aus dem Reich der Laster. Was? Dann reicht der Laster. Zutat X. Ah, verdammt. Naja. Yeah. Jawohl, jetzt schmeißt sie den Bottich und der Trank ist tot. Was für eine schaurige Zutat ist das? Piratengeheimnis. Andererseits haben sie mir einen Haken in den Schädel gerammt, also kann ich es dir wohl auch sagen. Ananas. Kombiniere sie mit irgendetwas, sofort ungenießbar. Nein. Wie fühlt es sich an, so falsch zu liegen? Ja, so schaut's aus. Ananas passt überall dazu. Es ist vollbracht. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass der schon produzierte Trank Prachtruf nicht erreicht. Ab ins Kapitänsquartier! Das du ist hast zwar den guten Ruf der Ananas entehrt, aber sie wollen Prachtruf in Seewaghausen verwandeln. Ich helfe dir. Hörst du das, hey, gemeiner Alex? Ich will nicht streiten, okay? Also los. Ich bin hinter dir her, Kapitän Pirat. Pass auf, du Muränensohn. Ich und der Typ mit der coolen Stimme. Der große Plan war, Menschen in Seewaage zu verwandeln, um sie anschließend auszurauben? Ja. Wären die Seewaage nicht viel gefährlicher als die Menschen? Ich meine ja, aber was sollen sie schon tun? Dich daran hindern, ihre Sachen zu klauen? Seewaage können keinen Schmuck tragen. Wieso nicht? Weil sie keine Ohren haben, ich weiß es nicht. Hast du schon mal einen mit Schmuck gesehen? In meinem Kopf ergab das Sinn. Okay, halten wir unsere Ungläubigkeit im Zaum und helfen unserem Piratengeist-Kumpel. Okay? Okay. Beim Barte von Drillsbarbier, was nun?
Überraschung, Kapitän! Mit mir hast du nicht gerechnet, was? Gemeiner Alex! Lebendig konntest du meinen Plan gegen die Bewohner von Prachthof nicht vereiteln. Also kommst du als Geist zurück. Ich hätte wissen sollen, dass du so verdammt hartnäckig bist. Aber die Stadt ist mein. Wie wär's mit Auspeitschen? Auspeitschen klingt gut. Aber du zuerst. Muss ich denn alles ab? Alles was? Mach die Shotgun. Leider wird die bald mal unterlevelt sein. Leider, dass man keine Waffen hochleveln kann. Oh! Das wäre schlecht. Du wirst mit Pilzgefährten Furz rausgespült. Muss ich hier dein alles selber? Ja, musst du. Und du kriegst gleich einen Raketenwerfer ab. Wenn ich mir mal die Dinger da reingehaut habe. Ja, wo ist der Raketenwerfer? Wo ist mein Baby? Der alte, das der neue. Machen, dann mal los! Wo ist er? Captain Pirat. Ah, hat einen Second Turn Base. Ich werde doch nicht lange überleben, der Second Turn Phase. Ist es vorbei? Wow. Nachbesprechung? Nachbesprechung, ja. Geht schon. Ein klapphauter Schreck! Du hast es geschafft! Du hast mich nicht nur gerecht, sondern auch noch Prachthof gerettet. Hör zu. Ich danke dir, dass du mich in Frieden ruhen lassen wolltest, aber ich möchte diesem Ort hier wieder zu seiner einstigen Pracht verhelfen. Verstehst du? Lebensziele müssen ja nicht mit dem Tod enden. Du hast recht. Und du bist echt in Ordnung. Ich werde hier einen Ort schaffen, der Menschen wirklich hilft, statt zu versuchen, sie in Monster zu verwandeln. Das war's. Kiste. Schauen wir mal, ob ich Loot schaffen muss. Lootplatz. Da. Ich muss Platz schaffen. Ein bisschen Platz. Lippenstift. Oh, Gott sei Dank. Wo ist meine Pistole? Testen wir es hier. Ich weiß ja nicht. Das hat was. Das ist cool, das ist cool. Den Thumbnail nur. Okay. Ich glaube, da gibt es nichts mehr Interessantes. Dann wird die Episode gleich vorbei sein. Also ich sehe noch was Interessantes hier. Nein, nur was schon Bekanntes, aber nichts Interessantes. Ah, hier ist der Ausgang. Und hier sind irgendwo meine Automaten dann gleich wieder. Yo, peace.